die besten der besten Sachen zusammengesammelt, wovon ihr wahrscheinlich auch sehr viel noch brauchen werdet. Yo! Was geht ab, Freunde? Und willkommen zu einem neuen Video von der YouTuberInsel 3 hier auf meinem Kanal. Ich weiß nicht, ob ihr es schon vermisst habt. Die letzten zwei Folgen waren ja nicht die YouTuberInsel 3, aber es ist viel passiert, wirklich viel. Und ich habe wirklich, glaube ich, die krassesten Fortschritte gemacht auf diesem Server. Ich kann es ja einmal zeigen. Bevor das Video jetzt aber losgeht, lasst sehr, sehr gerne ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und zwar gibt es hier ein Command, wo man Stats sehen kann. Und wenn ihr hier seht, gibt es einmal Total World Time, was die gesamte Spielzeit auf dem Server anzeigt. Und wie ihr seht, bin ich hier ganz vorne mit dabei. Das bedeutet, ich habe wirklich viel gegrindet. Ich habe viele Sachen gemacht und ja, auch viel geschafft. Und im Hintergrund seht ihr natürlich schon meine Mobfarm. Wenn ihr im Stream dabei wart, habt ihr die wahrscheinlich schon gesehen. Und heute in dem Video geht es darum, dass ich die Sachen, die ich hier gebaut habe, natürlich benutze, um Sachen zu bekommen, die OP sind, die wirklich gut sind, die die stärksten Items sind, die es überhaupt gerade gibt auf der Insel. Dadurch, dass wir halt als Eisen auch das stärkste, als stärkstes Item haben. Und ja, es ist langsam Zeit, sich einem Clan anzuschließen. Oder wenigstens ein Bündnis zu haben. Und es gibt zwei Parteien. Einmal die Uga-Uga-Krieger, unter anderem mit Max, MBK und so weiter und so weiter. Amir gehört ja auch dazu. Der hat auch schon Farm gebaut. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich habe ihn übertroffen mit meinen Farmen. Aber wie gesagt, zu den Farmen kommt nochmal ein extra Video. Also lasst dafür sehr, sehr gerne ein Like da, ein Abo und aktiviert natürlich die Glocke, um das nicht zu verpassen. Auf jeden Fall gibt es ja noch den anderen Clan, und zwar die Zeitwächter. Und da liegt jetzt der Fokus drauf. Und zwar ist der Plan, sich mit denen zu treffen, mit den Zeitwächtern, und die zu überzeugen, dass wir ein nützliches Bündnis sein sollen. Also wer sind wir? Kian, Schmocki und ich. Dass wir uns mit denen verbünden und auf deren Seite kämpfen, weil im Moment haben die viel mehr Feinde als Verbündete. Und da sehe ich unsere Chance, vor allem Tridan kenne ich ja, ist richtig gut im PvP, er ist auch allgemein gut in Minecraft, Evive auch, Sue auch. Und iCrimex und so, die sind halt so mittelmäßig, sind aber in der Überzahl. Und es ist taktisch auch clever, sich einfach mit der richtigen Seite zu verbinden. Mit denen zu verbünden, mit denen man auch die meisten Chancen hat, hier so einen Krieg zu gewinnen. Ja genau, das ist der Plan des heutigen Videos, Leute. Ich habe hier einen Rucksack hier vorbereitet, 3 Stück. Das sollen so Geschenke sein. Geschenke für Yu, für Tridan und für Vive natürlich. Für Danergy jetzt nicht, Danergy gehört auch noch dazu, ich weiß. Aber mit Danergy, weiß nicht. Mit dem muss ich mich erstmal wieder ganz normal vertragen, weil der hatte wirklich irgendwie alles sich so fake entschuldigt, alles mögliche. Und ich kann euch auch mal kurz zeigen, wie gesagt, es kommt hier nochmal ein extra Video, deswegen ich versuche jetzt nicht hier zu viel zu zeigen. Deswegen zeige ich hier nicht viel, ich zeige euch nur einmal kurz so ein bisschen, was alles allein die Mob-Farm hier abwirft. Ich habe jetzt auch viel natürlich für die Geschenke benutzt, aber ihr seht es hier, Gunpowder, Knochenblöcke, also nicht nur Knochen ganz normal oder Knochenmehl, sondern Knochenblöcke. Und ihr seht ja, es ist wirklich viel dabei. Hier waren jetzt eben auch noch die ganze Zeit die Slowness-Pfeile, aber ihr seht jetzt, wie die Geschenke aussehen für die drei. Und zwar hier Slowness-Pfeile haben wir drin, wir haben Lava-Eimer drin, wir haben Knochenblöcke drin, wir haben Essen drin, Armbrüste haben wir auch mit drin, mit den besten Projektilen, die man überhaupt haben kann. Und zwar sind da 7 Feuerbälle drin, also diese Feuerwerksraketenbälle. Das macht 4 Schaden auf Eisenrüstung, also ist unfassbar, unfassbar stark. Hier auch noch Munition dazu, damit die ein bisschen was als Vorsprung haben. Ist natürlich geladen. Ein Elch-Medaillon habe ich für jeden hier reingepackt. Und natürlich auch wirklich, also das Beste vom Besten, was man eigentlich bekommen kann. Und ich glaube, ich muss die damit überzeugen. Ich muss die überzeugen, dass wir wirklich sinnvoll sind als Verbündete. Schmocki ist gut im PvP, ich bin gut im PvP. Ich kann Farm bauen, ich habe allgemein gutes Minecraft-Wissen. Schmocki auch. Also, und Kian kann einfach auch bauen, der ist gut im PvP, der ist so ein Allrounder. Also wir sind alle wirklich sinnvoll für die. Und das will ich denen halt damit zeigen. Jeder kriegt hier, wie gesagt, so ein kleines Geschenk, und ich hoffe, das wird denen auf jeden Fall was bringen. Und wenn die mehr Raketen zum Beispiel brauchen, werden wir natürlich auch perfekte Verbündete, weil ich habe hier wirklich, wie ihr seht, unendlich Nachschub. Das Einzige, was jetzt noch hier kurz gefehlt hatte, ihr seht auch Level 145 Endgame, ist auch sehr, sehr krass. Hier sind noch nicht genug Pfeile drin, deswegen nehme ich mir das hier kurz raus. Ihr seht auch, hier sind auch unfassbar viele Music Discs. Da bin ich echt gespannt, sobald Redstone reinkommt, was wir da für Tunes haben. Aber ja, genau, und ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal wieder zur Base, weil ich wollte die ganzen Rucksäcke nochmal kurz umbenennen, nicht, dass es irgendwie normaler Rucksack heißt, sondern irgendwie cooles Geschenk oder irgendwie sowas in der Richtung, so dass die auch wissen, dass das halt ein Geschenk ist und dass wir den auch wieder weiterbringen. Deswegen würde ich sagen, Freunde,
Und im Hintergrund seht ihr ein paar Leaks schon zu den ganzen Farben. Ihr seht, wie riesig das Ganze ist, da ist Zuckerrohr und alles. Ach, und Freunde, sehr wichtig, ich bin gerade auf dem Weg zurück, ist natürlich ein bisschen weg. Aber schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr davon haltet, jetzt den Zeitwächtern beizutreten oder wenigstens ein Bündnis mit denen zu schließen. Oder ob es vielleicht doch cleverer wäre, zu den Uga-Uga-Kriegern zu gehen oder wie auch immer sie sich genannt haben. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, eure Meinung würde mich da auf jeden Fall interessieren. Ah, hier sind ein paar Kollegen schon da. Hallo? Bro, hey, was geht, Lukas? Ey, aber Freunde, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Schmocki, du hast mir das erzählt. Und zwar sind wir gerade auf der Suche nach Verbündeten und es gibt da zwei Parteien, denen man sich anschließen kann. Okay. Natürlich die Uga-Uga-Krieger mit Max, mit Mirkan, also MBK, wen gibt's da noch, Amir und den ganzen Verbündeten von denen. Genau, also die sind schon ziemlich viele. Und dann gibt's eine zweite Seite. Und zwar gibt's die Zeitwächter. Das sind natürlich jetzt hier Vive, Tridan und Sue. Ja, MBK, nee, Denergy kann man noch dazu zählen, aber der ist so ein halbes Mitglied, würde ich sagen. Den respektiere ich noch nicht so wirklich als wirkliches Mitglied von irgendwas, weil der macht irgendwie so krumme Dinge und so, aber muss ja auch nicht sein. Wir verbünden uns ja, wenn denn, halt mit den gesamten Clan und nicht mit irgendwie Einzelpersonen. Und ich hatte ein bisschen überlegt, was mehr Sinn macht, mit wem man sich verbünden sollte. Und ich habe so ein kleines Bild aufgebaut, und zwar haben wir zwei Parteien. Die einen sind zwar viele, aber dafür finde ich nicht wirklich so, ja, die sind halt Überzahl, aber die sind nicht wirklich so Minecraft-Profis, wisst ihr? Die sind nicht wirklich gut im PvP, die können zwar ein bisschen bauen und so, aber bauen, also, das kann man sich halt easy beibringen. Ja, ja, genau, die Seite. Nee, ich habe letztens mit ihm geredet, Zitachi ist tatsächlich nicht mit bei denen. Der ist unabhängig. Ich habe sogar, ihr könnt mal hier gucken. Ich habe tatsächlich sogar einen schriftlichen Vertrag mit ihm, dass er mir seine Loyalität, ihr könnt auch reinlesen, da ist was drin geschrieben, aber dass er mir seine Loyalität gibt, im Gegenzug darf er da halt meine Farm ab und zu mal benutzen. Das bedeutet, er ist sogar prinzipiell auf unserer Seite. Da hatte ich mit ihm einen Vertrag geschlossen, mit Vertrag. Und deswegen bin ich zu einer Entscheidung gekommen, dass die Zeitwächter, erstens, was Minecraft-Skill angeht. Zweitens, was allgemein auch so Kenntnis geht. Tridan hatte ich ja schon einen Clan damals auf der YouTuber-Insel 2 mit. Deswegen, ich weiß, was er drauf hat. Ich weiß, wie er allgemein auf Minecraft so drauf ist und so. Und ich sag ehrlich, wenn es zu einem Krieg kommt, sollten wir auf jeden Fall auf der Seite sein von den stärkeren Leuten. Von denen, denen wir besser vertrauen können. Und eine Überzahl ist nicht immer das, was zählt. Sondern es zählt immer den Leuten, denen wir besser vertrauen können. Und die Leute, mit denen wir besser insgesamt auch zusammenarbeiten können. Und ich glaube, je mehr Leute das werden, desto unübersichtlicher wird das und sowas. Und am Ende gibt es dann irgendwelche Verräter. Und ich bin da eher auf der Seite der Zeitwächter. Ich bin halt auch eigentlich heute nur angekommen und wollte mein Haus hier weiterbauen. Aber dann sind so ein paar Sachen noch passiert. Aber ich weiß nicht. Also wie gesagt, Jungs, meine Loyalität steht euch beiden auf jeden Fall zu 100%. Aber wenn die mich nicht annehmen sollten, geht ihr trotzdem da rein, okay? Nein, wieso sollten wir das machen? Nein. Und was machst du denn? Sollst du denn alleine irgendwie von allen abgeschlachtet werden oder so? Was macht das denn für einen Sinn? Vielleicht ist mein Account bald gelöscht. Nein, nein, wir nehmen dich mit, Bro. Wir nehmen dich 100% mit. Da gibt's gar keinen Weg drumherum. Aber, Freunde, ich habe ja gerade angefangen zu erzählen, dass ich eine Kleinigkeit vorbereitet habe. Und zwar, ich sehe jetzt Denergy nicht so als Mitglied, deswegen habe ich drei Geschenke vorbereitet für die drei Mitglieder, und zwar Sue, Vive und Tridan. Und ich würde mal eure Meinung sagen oder hören, ob das so ein gutes Geschenk ist oder nicht. Weil wir müssen so ein bisschen denen auch zeigen, dass wir den Nutzen bringen, wisst ihr? Ihr könnt mal reingucken. Ich habe gesagt, wir wollen ein Willkommensgeschenk. Oha. Aber ich habe den extra echt was vorbereitet, was jetzt eigentlich so die OP-sten von den OP-sten Items sind, die man gerade bekommen kann. Warum hast du uns nicht sowas geschenkt? Wieso? Ich muss euch das nicht schenken. Die Farmen sind alle für euch frei zur Verfügung. Ihr könnt doch einfach hingehen. Ich kann euch gerne Sachen holen. Ihr müsst nur Bescheid geben. Bitte carry uns jetzt weiter 3 Wochen, ja? Bitte. Oh, wie? Ey, ich kann alle 30 Minuten beschworen werden. Wie ein Elch? Ja. Mit denen kannst du sogar, also reiten funktioniert irgendwie noch nicht so richtig, aber die müssen wahrscheinlich zur Weihnachtszeit oder sowas funktioniert das dann richtig. So, aber ich würde einmal schnell da hinten zum Amboss gehen. Ihr habt das wahrscheinlich schon gesehen, ja, oder was ich da gebaut hatte. Hier den kleinen Außenposten, der kein Außenposten ist. Aber, ja, genau, hier habe ich ja noch so ein kleines abgeschottetes Dorf, wo Leute um ihr Überleben kämpfen oder so. Genau. Echt? Oh. Ah, genau, Freunde, ich wollte das einmal umbenennen hier. Und zwar in, wie kann ich am besten Geschenke nennen? Also ich will es jetzt nicht direkt Geschenk nennen, aber vielleicht irgendwie so Vergütung oder so? Nenn es Opfergabe. Vergütung, ich nenne es Vergütung. Komm mal nach hier hinten, lass mal hier hinten reden.
Warum habt ihr eine Hexe in der Hand? Wollt ihr nicht irgendwas Friedliches in die Hand nehmen, Jungs? Ich wollte gerade sagen, ich hab hier... So? Digga, du kannst hier einfach überall reingehen, Energy. Ah, es ist nicht so schlimm, alles gut, alles gut. Entschuldigt schon mal, dass der hier alles macht. Erstmal, gerade schon mal grundlegend, er macht keine Sachen mehr so komplett allein. Also wir sind jetzt im Clan, er hat sich verändert. Der er muckt Clan. Nicht mehr, er muckt nicht... er muckt nicht mehr überall grundlos rum. Aber ja, wir stehen alle zueinander und unterstützen uns deswegen. Wäre cool, wenn ihr nicht auf ihn geht, weil sonst. Ja, gefragt nach einer Allianz. Also. Ja, genau. Ich war ja bei dir. Ja. Also, guck mal, ich sag dir ganz, ganz ehrlich, am Anfang war das Gespräch ein bisschen weird, als ich Tridan und so davon erzählt habe, dass du so ein Geschenk erwartest. Ja, weil die haben auch ein Geschenk. Das ist unsere Tradition. Unsere Tradition ist, wir geben euch ein Geschenk und ihr gebt uns also, ein Geschenk. Also, Direktmann, darf ich mal kurz übernehmen? Also direkt mal mit dazu zu kommen, dass ihr ein Geschenk haben wollt, das geht schon mal gar nicht für die Zeitwächter, will ich dir mal kurz sagen, ne? Okay, weil ich würde euch empfehlen, also, ihr gebt uns ein Geschenk und dann schaut ihr euch unser Geschenk an. Wir müssen erstmal, darüber reden, warum wir euch als Verbündete brauchen. Ja, und dazu, wenn du direkt dazu kommen möchtest, ich dachte, wir machen erstmal so ein Hallo, erstmal so die Situation besprechen, aber wir können gerne direkt dazu, gar kein Problem, okay. Also, ganz kurz gesagt, es gibt zwei Parteien, euch und die anderen, ne? Ich muss gar nicht sagen, wer das ist, ihr wisst es, ne? Und ja. Die haben euch Unrecht getan, was Unfaires gemacht, deine G eingesperrt und da sind wir 100% gegen. Und wir könnten auch zu denen gehen, aber was haben wir für Vorteile davon? Eigentlich gar keine, die sind wirklich schlecht in Minecraft, die sind einfach in der Überzahl, alles Trottel, die haben gar keine Übersicht, wer überhaupt bei denen ist und so. Und ihr könnt Minecraft. Wir können euch vertrauen, wir können... wir wissen ja, wie gut ihr seid. Wir haben es in Minecraft-Helden gesehen. Ja, ihr wart die Top-Spieler da. Tridan ist auch extrem krass. Ich rede jetzt eigentlich über die drei, aber... Ah, du gehörst ja auch dazu, okay. Wir sind 2v1. Das war wirklich nochmal eine geile Rache. Könnt ihr auch kurz sagen, okay, was ich so kann? Könnt ihr und sagen? Du kannst gut singen und... ja, genau. Betrügen und... Was war's noch, Lukas? Ich finde das sehr sympathisch. Egal, das waren so ein paar viele Sachen schon, aber egal, du hast jetzt schon viele, viele Sachen gehört. Und, was bringen wir euch? Das ist die Frage. Ich habe jetzt gesagt, ganz entspannt hier. Und zwar, jetzt ist die Frage, warum sollt ihr irgendwas mit uns zu tun haben? Weil jetzt habe ich gesagt, warum wir was mit euch zu tun haben wollen. Jetzt ist die Frage, wieso ist es andersrum? Was bringen wir euch? Erstens, ich würde sagen, Schmocki, Jan und ich sind alle drei solide, was Kämpfen angeht und was Minecraft allgemein angeht. Also Schmorky müssen wir nicht drüber reden, der ist der OG Minecraft, also Spieler. Der kann gefühlt alles. Ich bin der bessere Army, um das so zu sagen. Denn ich baue alles, was ihr braucht. Was Farmen angeht, wenn ihr Loot braucht, ich kann euch alles ranholen. Ich sage mit Farmen, dass du besser bist als Army, Bro. Boah, dazu kommt auch noch mal ein Video, also ich nenne es vielleicht sogar Ansage an Army oder sowas, mal gucken. Aber, ich werde den Leuten das alles zeigen. Wenn die das jetzt nicht glauben, gar kein Problem, ich werde es ihnen alles beweisen. Und Kian ist auch ein Allrounder, der kann eigentlich alles in Minecraft. Der baut, der kann Farmen gehen, der kann auch kämpfen. Ja, guck mal, und, ich direkt sagen, Kian braucht man mich eh nicht überzeugen, Bro, er war Eiskrieger, so, das passt. Hallo? Und, aber gerade dazu müssen wir unbedingt reden. Leute? Ja? Kann ich... Ich habe gerade mit Sue geredet und er hat mir so ein bisschen erzählt. Ist für mich kein Platz bei euch? Wir erwarten loyale Leute, die hinter uns stehen. Leute, mit denen wir uns gut verstehen. Wir gucken gar nicht so richtig krass drauf, was die uns so Heftiges bringen können. Wir wollen einfach Leute, denen man vertrauen kann, weil das einfach für uns das A und O ist. Okay, weißt du? Und... Ich habe jetzt viel gesagt, so, dass wir euch was bringen und sowas, aber ich finde so, Wörter sind immer das eine, aber Taten sind das andere. Und deswegen habe ich für jeden von euch eine Kleinigkeit vorbereitet. Nehmt die als Vorgeschmack, nehmt die so gesagt so ein bisschen als Loyalitätsbeweis und so. Und ich kann dir das hier direkt mal droppen. Und du kannst das auch mal angucken. Und ich habe wirklich euch die besten der besten Sachen zusammengesammelt, wovon ihr wahrscheinlich auch sehr viel noch brauchen werdet. Yo! Was? Was ist da drin? Was ist Elch da drin? Mit der Jong? Damit krieg ich einen eigenen Elch, oder? Ja, damit kriegst du unter anderem einen eigenen Elch, ja. Digga, was? Die Munition, Lukas. Die Munition. Du hast die beste Munition für den Crossbow. Langsamkeitsfeile, okay, ja. Geil. Ihr habt auch Rocket, Oh, 64! Oh mein Gott, mit Kugeln sogar! Ja. Alter, also Lukas ist ein Monster. Was habt ihr gemacht? Lukas ist ein Monster. Wirklich, Lukas ist Gold wert. Sag ich so sofort. 100%. Als Mensch, als Arbeiter, Bro, als insane. Kämpfer. Kann ich das mal kurz sehen? Ja, hier. Also Lukas ist das Beste überhaupt, was man bekommen kann hier. Ich habe davon echt so viel, wie ihr braucht. Weil es ein Krieg kommt, kann ich uns alle ausrüsten. Wir werden gewappnet sein. Wir werden die besiegen, weil
ja, wer unsere Feinde sind, sind halt, also keine Ahnung, was sie machen wollen. So, die können direkt irgendwie sich im Schnee vergraben oder so. Also, jetzt weinen oder soll ich jetzt später weinen? Du kannst jetzt weinen, wein jetzt. Zuerst gib mir den Rucksack wieder, dann kannst du weinen. Gleich wieder da. Ja. Okay. Ja, geil, ja, also sind wir jetzt bei euch, oder? Ja! 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 Das ist die Frauentoilette. Kommen Sie da bitte wieder raus? Erstmal vielen, vielen Dank dafür. Übertrieben korrekt. So Sachen haben wir Real Talk halt selber nicht mal aktuell. Das zeigt schon sehr, sehr viel Stärke auf jeden Fall. Also echt, Kurs geht raus. Finde ich auch. Aber, Bro, das ist so unangenehm, darüber zu reden. Aber wir haben uns gerade schon mal besprochen, Kian. Stuart, dir ja auch schon was gerade gesagt wahrscheinlich, oder? Ja, so einigermaßen. Guck mal, das Ding ist, wir haben halt übel Bock auf ein Bündnis. So. Ja. Ich kenne Schmocki, Bro. Ich habe mit Schmocki schon Videos gemacht, da war ich noch 12 gefühlt. Wollen wir uns deswegen in der Banks-Aufnahme, als Banks noch... Bro, Real Talk, da war ich 12. So, ich würde es hardcore feiern, wenn wir verbündet sind. Du warst Eiskrieger, ich mag dich selber auch persönlich übel gerne, aber der Fakt, der gerade im Raum steht, und das ist leider ein Fakt, dein Account ist gehackt. Ja. Und ich denke mal, jeder von uns hat irgendwo eine kleine Geheimbase, dies und das vertraut man sich ja auch an als Verbündeter, dass wenn irgendwas ist, euch geht irgendwas leer, sage ich, yo, geht da und dahin, da findet ihr noch irgendwas. Und ich habe einfach Angst, weil ich habe gesehen, was bei dir abgeht, dass halt wir durch den Hacker als Gruppe krassen Schaden bekommen. Heißt, der Hacker sagt, yo, fackel jetzt da, das und das ab, sonst wird das und das von einem PC geleakt, Bro. Ich habe ja keine Ahnung, was der Hacker alles kann oder was er dir zutraut, so, aber ja, ich würde halt ungerne, wie soll ich sagen, alle unsere Sachen aufs Spiel setzen, solange du diese Probleme hast. Aber ich kann das komplett nachvollziehen, aber was soll ich denn alleine auf der YouTuber-Insel machen? Bro, das Ding ist, guck mal, sorry, dass ich reinrede, aber der wird das doch sowieso machen. Leute, soll ich da jetzt eingreifen? Ich bin unsicher, was ich jetzt genau sagen soll, weil zum einen hat er uns gerade so gut wie zugestimmt, dass wir verbündet sind, aber zum anderen sagt der Kian, dass er nicht dabei. Unserem Bündnis ist von unserer Seite offiziell und macht irgendwas, kann er dadurch auch wieder neue Kriege anfangen, neues dies, neues das, okay, weißt du? Das verstehe ich. Er kann halt übel viel riskieren. Ist natürlich jetzt von uns auch hardcore viel verlangt oder so, dass wir sagen, yo, keine Ahnung, zu dritt wird halt schwierig, so mit beiden, so direkt jederzeit. Aber, ja, Mann. Ich gucke halt auch nur auf die Sicherheit von uns allen. Ja, und mit deinem Hacker-Ding und so, ich meine, wir können dagegen eh nichts machen. Was sollen wir machen? Das ist ja ein Ding auf deinem PC, du wurdest gehackt. Da kann ich jetzt in Minecraft ja nichts, ich kann ja nicht den Hacker PvP angreifen, weißt du, ich meine? Ja, Bro, ich verstehe ganz genau, was du meinst, also es gibt... Das Problem ist, wir hätten das eigentlich voraussehen können, dass sowas passiert. Weil ich kann eine Valve da komplett nachvollziehen, das ist das größte Problem. Bro, ich glaube, ich würde genauso handeln wie er. Deshalb, ich verstehe das. Macht ihr euer Ding. Ich versuche alleine einfach über meine Runden zu kommen. Ich versuche einfach erstmal diesen Hacker los. Bro, das heißt nicht, dass wir niemals helfen würden, ne? Also, du bist jetzt nicht solo unterwegs, sondern wenn du was brauchst oder so. Zum Beispiel bin ich trotzdem jederzeit da. Stu, Rida und die ganzen Jungs ja genauso, die Zeitwächter. Auch Denergy, denke ich. Alles gut. Wir natürlich auch. Also. Ich würde dann jetzt erstmal. Boah, weißt du, warte kurz. Hey, weißt du, ich will dir nur kurz unseren Slogan sagen noch, weil die Zeitwächter sind darum da, um die Zeit zu wächten. Und irgendwann wird deine Zeit kommen, die du wächtest. Danke, alles wird gut, Reise. Danke, Bro. Danke. Deine Zeit wird wächten. Kian, warte, Kian, warte einmal kurz. Bist du dir ganz sicher mit deiner Entscheidung? Ja, safe. Mach keinen Bock. Also ich kann Vive zum Teil nachvollziehen. Wieder nicht geschafft. Und du hast es ja auch irgendwie schon vermutet, dass sie dich nicht aufnehmen. Aber das macht dir die Situation trotzdem nicht besser. Und weißt du, was hat der Hacker jetzt in letzter Zeit gemacht? Denkst du, es besteht überhaupt ein Risiko, dass da irgendwas passiert? Weil ich vertraue da drauf, dass da nichts mehr passiert. Ich glaube, das war so ein einmaliges Ding und so. Der wollte dir irgendwie zeigen, was er drauf hat oder so. Und das war's jetzt. Und dass sie dafür dich jetzt ausschließen. Was geht? Ist das dein Tiger? Ich höre dich nicht, weil du redest. Ich höre dich nicht. Ich bin muted, okay. Aber mein Fehler, okay. Ist das dein Tiger? Ist mein Tiger. Aber was willst du hier, Lukas? Ich bin echt vorsichtig, was hier, Fremde in Anführungszeichen betrifft auf der Insel, Bro. Eigentlich habe ich echt kein Problem mit dir. Aber ich weiß ja nicht, ob du schon zu iClimbings gehörst. Warte mal, das hast du gar nicht mitbekommen, stimmt, du bist ja weggegangen vorhin. Ich weiß nicht, ob er Vive dir das schon mitgeteilt hat, aber laut ihm sind wir jetzt offizielle Verbündete von euch. Wir sind verbündet? Ja, wir sind Verbündete. Wir sind die, also Schmocki und ich sind Verbündete von den Eiskriegern, wollte ich schon sagen, aber von den Zeitwächtern. Von den Zeitwächtern, also warte mal, aber Vive hat mir noch gar nichts gesagt. Ja, vielleicht hat er das vergessen oder sowas. Es ist bestätigt, er hat uns zugesagt. Ich sag dir ehrlich, ich will das erst mal von Vive und von Denergy hören, ob das wirklich stimmt, Bro. Weil du kannst ja theoretisch Lügen erzählen, aber ich glaube jetzt nicht, dass du mich anlügen würdest, Lukas. Nein, mach ich wirklich nicht. Und du kannst gerne nachfragen, ich verstehe deine Skeptik dabei.
Aber, ich habe eine Kleinigkeit. Und zwar, die hatte ich auch schon eine Vibe gegeben. Und ich hatte das so vorbereitet für jeden von euch. Weil ich hatte Vibe ja auch schon gesagt, was wir euch bringen. Dass wir auch loyal sein werden und so. Und was ihr uns bringt, hatte ich auch ihm erzählt gehabt. Und als Beweis dafür, dass es nicht nur Worte sind, hatte ich halt für jeden von euch halt so eine Kleinigkeit vorbereitet gehabt. Und die würde ich dir jetzt auch mal geben, weil für dich ist noch eine und Zü muss ich gleich noch auch erwischen. Ein ganzer Rucksack. Einen ganzen Rucksack, ja. Vergütung. Man kann die umbenennen, wusste ich gar nicht. Ja, mit dem Amboss. Bro, was ist das? Bro! Ich hab mir gedacht, so, ihr habt wahrscheinlich schon vieles, aber ich habe extra Items genommen, die ihr vielleicht nicht so, entweder nicht so viele habt oder noch gar nicht habt. Da sind wirklich nur OP-Items drin, die jetzt wirklich auch ein bisschen Zeit anfordern. So kenne ich dich noch damals von den Crystal-Kriegern, Bro. Genau so kenne ich dich, Digga. Bro, hast du das denn alles so schnell her, hä? Naja, ich habe ein paar Farmen gebaut, die natürlich jetzt auch mäßig durch das Bündnis auch euch zustehen. Ich kann jederzeit auch Sachen für einen anstehenden Krieg oder sowas anschaffen und... Ist die Armbrust mit den Raketen richtig viel Damage macht? Wo hast du es jetzt schon her, hä? Ja, wie gesagt. Ich habe auch schon zu Vive gesagt, ich bin der bessere Army hier in diesem Projekt. Oh mein Gott, okay, ich find's gut, dass du Ansagen gegen Army machst, Bro. Das finde ich richtig gut, Bro. Oh, ich habe heute den Leuten mein Tigerchen gezeigt. Jetzt habe ich noch diese Armbrust. Warte mal, schieß du mit der auf mich, Bro. Ich will gucken, wie viel Damage die macht. Dir sicher? Ja, Bro. Ich muss gucken, ob das... Ob willst das du vielleicht blocken? Block mal. Nein, Bro. Schieß einfach, Bro. Aber blocken bringt auch nichts, aber ich kann es dir auch nochmal zeigen. Was? 6 Herzen? Ja, du musst echt aufpassen. Das heißt, ich hab dir extra 2 deswegen mitgegeben. Du kannst 2 aufgeladen im Inventar haben, beide direkt hintereinander schießen, sobald die aufgeladen sind und eine Person ist direkt tot. Oh mein Gott, Bro! Hä, wie krank ist das? Also jetzt Tiger plus 2 Armbrust. Und jetzt noch plus mit dir Hand, also was heißt Hand an Hand, Seite an Seite, einfach gegen die andere. Ey, Bro, die haben gar keine Chance mehr. Hä, was ist das denn? Und eine Sache, die ich jetzt Vive noch gar nicht erzählt hatte, ist, ich habe sogar noch einen Joker in der Hand. Falls es zum Krieg kommen würde, ich habe es hier in der Hand. Ich möchte ihn noch nicht offenbaren, aber ich habe hier einen Joker in der Hand, der auf jeden Fall in einem, wenn ein Krieg kommt, auf jeden Fall eine sehr krasse Entscheidung bringen könnte. Ich möchte es aber noch nicht zeigen, was es genau ist. Da müsst ihr mir einfach vertrauen. Es ist nichts, was jetzt schaden könnte. Es ist halt noch so ein Ass im Ärmel, das ich ziehen könnte in einer Notsituation. Alter, ey, Bro, also erstmal vielen, vielen Dank für dieses kranke Geschenk, Junge. Also, das ist ja wirklich verrückt. Die Worte sind die eine Sache, aber Taten sind andere Sachen. Und deswegen wollte ich halt jetzt einmal euch beweisen, was wir auch wirklich für Nutzen bringen. Vive hat schon davor zugesagt, also ich habe das jetzt nicht so gemacht, nur damit ihr überzeugt werdet. Das heißt, das ist mehr so ein hey, auf eine gute Verbundenheit oder so, deswegen... Ehre, Bro, ey, also wenn du mir sowas gibst, was kann ich dir doch besorgen? Also brauchst du irgendwie was? Wie gesagt, ich kann davon echt so viel ranholen, wie gebraucht wird, deswegen gar keine Sorge, du musst dir da gar keine Sorgen machen. Das ist, wie gesagt, von mir aus, zu Weihnachten kannst du mir vielleicht irgendwie was Cooles schenken, aber jetzt brauchst du mir also nicht. Okay, ihr habt's halt gehört. Tridan hat sich echt wirklich drüber gefreut, das freut mich auch, wenn er sich freut, weil anderen Leuten eine Freude zu machen, das bringt mir auch ein Lächeln aufs Gesicht. Und vielleicht ist es bei euch auch so, also schenkt auch gerne mal euren Familienmitgliedern, Freunden, Freundinnen, was auch immer, Freund, ein kleines Geschenk, auch wenn es gerade keinen Anlass dafür gibt. Jetzt gibt es zwar einen Anlass, aber die freuen sich immer drüber. Aber Sue ist gerade... Ah, hallo. Was geht? Wie geht's dir? Ja, alles gut bei dir? Ja, bei dir auch? Ja, auch. Diese ganze Hacker-Geschichte mit Kian macht mich so ein bisschen traurig, so safe, aber sonst alles gut. Ja, mir geht's so ein bisschen ähnlich. Ja, du hast es jetzt mitbekommen, oder? Was jetzt die endgültige Entscheidung von der Vive war? Nee, nicht ganz. Was genau? Hast du nicht mitbekommen, okay. Also zum einen, erstmal, wir sind auf jeden Fall jetzt Verbündete. Das ist auf jeden Fall die gute Nachricht. Das heißt, Schmocki und ich sind jetzt offizielle Verbündete der Zeitwächter. Die schlechte Nachricht ist wiederum, dass... Vive Kian noch nicht genug vertraut oder auch nicht das Risiko eingehen möchte, solange Kian diesen Hacker am Start. Ich habe mit Tridan ja noch gar nichts bestätigt. Also wir haben auf jeden Fall die Zusage von Vive bekommen. Das heißt, er mit Denergy hatte auch zugesagt, er hatte zumindest nichts dagegen gesagt. Und Vive meinte, er wollte nochmal mit euch reden. Ja, ich hatte auch schon gerade mit Tridan geredet. Tridan hat sich jetzt auch eher positiv dazu geäußert. Er war auch erstmal verwundert, er war genauso wie du, ey, Vive hat noch gar nicht mit uns geredet und so. Und ich will jetzt auch gar nichts überhasten, wie gesagt, wenn ihr was dagegen habt, dann ist es halt noch nicht versiegelt oder sowas. Wir würden uns natürlich freuen, wir haben auch Vive genau die ganzen Vorteile gesagt, die wir euch bringen können. Genauso wie, was euer Nutzen für uns. Ich habe Farm gebaut, ich habe Sachen, die ich euch bereitstellen kann, falls es zum Krieg kommen würde. Werdet ihr alle gut ausgerüstet, ich wäre an eurer Seite. Ich habe außerdem noch ein Ass im Ärmel, was ich hier in der Hand habe. Das würde ich noch ein bisschen für mich behalten. Ja, das würde ich noch für mich behalten, aber das könnte auch sehr viel ändern in einem Kampf.
Weil ja, vielleicht müssen die dann überlegen, wer bei denen wirklich verbündet ist und wer nicht. Und wie gesagt, das sind zwar viele, aber halt alles keine Minecraft-Kenner. Und da ich jetzt aber nicht so viel reden möchte und dir nur Sachen sagen würde, ja, ich bring dir das und das, habe ich auch ein kleines Geschenk oder eher eine Vergütung für dich. Geschenk für mich! Das soll jetzt keinen Einfluss darauf haben oder so. So als kleinen Vorgeschmack des Bündnisses, als Vergütung. Und Tridan und Devive haben es schon bekommen, beide haben sich gefreut. Ich hoffe, dich freut es auch und guck gerne rein. Ich hatte mir überlegt, was sind Sachen, die ihr vielleicht noch nicht habt, die aber trotzdem die mit die OP-sten Items sind, die überhaupt jetzt erreichbar sind. Bro, oh no! Und da habe ich eine Kleinigkeit für euch zusammengestellt, die so ein bisschen so einen Vorgeschmack gibt auf das, was ihr alles haben könntet. Oder Kacke, Alter, warum bist du so ein Ehrenmann? Wow, wie gesagt, es soll kein Einkauf sein, es soll einfach mäßig so ein was. Ich will mich erstmal bei dir bedanken. Kannst du mir noch einen Gefallen tun? Und dann hast du sowas von meinem Jahr. Klar, kein Problem, hau raus. Du gibst mir eine Aufgabe, okay. Du musst für mich jetzt Fleisch suchen, damit ich auch einen Säbelzahntiger so wie Amir zähmeln kann. Soll ich dir was sagen? Genau das gleiche hat mich schon Lukas gebeten, also Vive. Und das ist kein Problem, also dann mache ich mich direkt für euch beide auf den Weg. Ich sag euch ehrlich, Leute, lasst einen saftigen Like bei Lukas da für diese Ehrenaktion. Bro, verzeih mir, wenn ich diese Anforderung gestellt habe, aber wenn du diese Anforderung gestellt hast, dann bist du offiziell wirklich ein Zeitwächter-Mitglied und ich sage dir, wir werden Hand in Hand die das Böse von dieser Insel befreien und gemeinsam werden wir diese Insel wieder schön machen, so wie es davor war, yeah! Geredet wie ein Löwe und ich würde sagen, ich mache mich auch direkt auf den Weg, ne? Also es braucht natürlich ein bisschen Zeit, deswegen, ich melde mich bei dir. Und hoffentlich hast du dann bald auch einen Säbelzahntiger. Ich habe nämlich auch schon einen am Start hier. Morgen um die Uhrzeit. Dann will ich. Genau, dann sehen wir uns morgen um die Uhrzeit. Und dann wirst du hoffentlich auch seinen schönen Säbelzahntiger haben. Okay, pass auf dich auf, Lukas. Danke. Alles klar. Tschüss. Okay, Freunde. Ich glaube, das war ein voller Erfolg hier, das Ganze. Sue war auch begeistert. Trida war begeistert. Der Valve hat sogar schon zugesagt. Ich glaube, es steht da eigentlich nichts wirklich mehr im Weg, dass wir ein Bündnis mit denen schließen. Ich habe denen die OP-Items übergeben. Und ich würde gerne nochmal eure Meinung dazu wissen, wie gesagt. Und ja, jetzt seht ihr auch noch meinen Säbelzahntiger hier. Ich habe auch einen gezähmt. Hat auch ein bisschen was gekostet. Aber ja, ich glaube, das ist das stärkste Bündnis, was wir schließen konnten. Schreibt, wie gesagt, eure Meinung nochmal in die Kommentare. Und lasst sehr, sehr gerne ein Like und ein Abo da. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt, natürlich auch noch die Glocke aktivieren. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.